Warum sind wir hier? Was ist der Grund? Ich habe das gar nicht verstanden. Es geht um Kokain, weil sie sagen, sie wollen für immer arbeiten. Ah, das. Okay. Okay. Hola, hola. Hola, Leute. Hola, Blanco. Privet. Konntet ihr das klären mit den Coppers? Hola, hola. Das konnten wir klären, ja. Nein, immerhin. Und der lebt noch. Und keiner ist im Knast. Das ist sehr gut. Auf was warten wir? Sind die noch nicht da? Anscheinend sollen wir noch warten. Hm. Ich hab satt zu warten, ehrlich. Dafür, dass wir so schnell wie möglich kommen sollten, finde ich es komisch, dass wir jetzt warten sollen. Ja, anscheinend haben sie dazwischen Besuch bekommen gerade. Besuch? Jo. Mit irgendwem reden sie ja. Wo ist denn Supremo? Er ist doch immer an deiner Seite. Supremo ist nicht da. Okay. Hast du etwa Angst, dass ich was Falsches sage, wenn er nicht da ist? Ich habe wohl gar nichts Angst, Leute. Dass ich mich vielleicht nicht im Griff habe, weil er mich ruhig hält. Das könnte natürlich passieren. Ist gar nicht so abwegig, ja? Wie gesagt, ich habe vor gar nichts Angst. Nach dem Gespräch sollten wir ein Gespräch wegen dem Kokain führen. Ich habe das Gefühl, dass ihr dieselben Probleme wie wir haben. Und ich habe da eventuell eine Idee. Welche Probleme? Zu wenig Dollars und deswegen. Okay, ihr könnt reinkommen, ja? Zu wenig Arbeiter. Mit Santa, ne? Alles gut. Die sind mit Santa, ja? Wo sind die Autos, ja? Bellst du schon? Ey, wo sind die Autos, Mann? Natürlich ist Santa auch hier, Fanboys. Vorsicht, Curtis. Kann es sein, dass ihr eure Möbel hier nicht mehr habt? Ist alles leer. Das ist, Gute Innenausstattung. Gefällt mir. Ist doch schon sauber. Privet. Hola, hola. Privet. So, wo willkommen. Ist Kusch? Kusch ist nicht anwesend. Hm. So. Ihr dürft euch ruhig setzen. Habt ihr gut hierher gefunden? Natürlich, wie immer. Jetzt. Entschuldigt mich ganz kurz, ja? Kein Problem. So, Chat, wechseln wir mal kurz die Musik. Damit ich mal ein bisschen in meine Rolle reinkomme. Jürgen. Hört ihr Jürgen? Die Koksrote. Nein. Ja. Perfekt. Leid für die Unterbrechung, so. Blanco! Ah, alles gut. Ja. Hattet ihr die Zeit, mit Lloyd zu reden? Ich habe mit Lloyd geredet, ja. Und es gibt wohl Unstimmigkeiten, die ihr klären müsst. Unstimmigkeiten? Bezogen zwischen, also mit dir und Lloyd oder mit uns und Lloyd? Nee, zwischen euch und Lloyd. Mit, okay. Dann wende ich mich schon direkt oder an Mr. Fuego. Oder euch und Santa.
Zäh. Woraus bestehen denn die Unstimmigkeiten? Scheinbar habt ihr gesagt, dass ich behauptet habe, dass ihr Kokain bis zu eurem Lebensende benutzen dürft. Das stimmt. Das wurde aber nie gesagt. Das wurde nie gesagt, sagst du? Das ist auch korrekt. Das wurde auch nicht genannt. Okay, ganz kurz. Leute. Was war die Voraussetzung für die Route? Was haben wir gemacht für diese Route, Leute? Vier Optionen. Eins wurde gewählt. Die Option wurde gewählt. Wir haben uns getroffen. Wir haben eine Auseinandersetzung gehabt. Und wir waren die Sieger von zwei Auseinandersetzungen. Du hast deine Niederlage akzeptiert. Und standest da. Sprich, der Grund, warum du zusammen mit der Orga heute diese Route teilst, ist, dass wir dir die Route übergeben haben. Dass ihr sie nicht wolltet. Genau, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine ganze Route nicht. Wir brauchen sie höchstens nur für die Befriedigung unserer eigenen Sucht. Zäh. So. Wenn wir dir diese Route geben und sagen, wir werden unsere eigene Sucht auf dieser Route befriedigen, dann ist da kein Zeitfenster, Leute. Dann heißt das für mich, ich habe dir meine Route, die in meiner Hand war, gegeben, weil ich der Meinung bin, ich brauche sie nicht. Aber ich habe sie dir natürlich nicht einfach so geschenkt, Leute. Ich habe sie mit einem Vorsatz dir gegeben, an den du dich gerade nicht hältst, Leute. Falsch. Du sagtest nie einen Zeitraum. Und dann beschränkst du diesen Zeitraum auf eine Woche. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Das hat aber Blanco uns erzählt. Blanco, was habe ich dir gesagt, was ich mir vorgestellt habe? Nochmal was? Was hatte ich dir gesagt, was ich mir für einen Zeitraum vorgestellt hatte? Ein paar Wochen hast du gesagt. Zäh. Ein paar Wochen. Also du denkst, dass wir mit der Familie Blut vergossen haben für eine Route, die wir eigentlich komplett gar nicht brauchen, für ein paar Wochen. Zäh, so wie du dachtest, dass du Blut vergossen hast für immer. Unstimmigkeiten. Passieren. Unstimmigkeit. Genau, wie du gesagt hast, passieren. Dafür sind wir ja da, hier um zu reden, oder? So. Was ist denn in eurem Gespräch als Resultat rausgekommen, Blanco und Lloyd? Ich habe gesagt, das muss Santa mit Kanun klären. Okay. Ich habe euch meine Frist genannt. Mhm. Die wir auch akzeptiert haben, da du eigentlich mit der Sache so nichts zu tun hast. Okay. Also ist es ein Spiel zwischen Kanun und Santa gerade. Was machen wir jetzt, Leute? Erklär's mir. Das, was ich im Kopf hatte. Ein paar Wochen, dass ihr drauf könnt, um eure Sucht zu stellen. Ich habe eine Idee, was man machen könnte. Bitte, Blanco. Wir können das eigentlich ganz einfach machen. Schüre. Leute, nicht so ungut, aber die Route gehört ab jetzt mir. Alle Santas, ihre Arbeiter oder ihre UG von der Route schmeißen. Kanun, ich komme auf euch zu. Wir gehen. Wir sehen uns, Leute. Alles klar. Leute! Lass uns das unterwegs. Ihr steht ab sofort im Krieg mit den Orgas. Überall, wo ihr sie seht, knallt ihr sie um. Die Orgas? Ab jetzt. Okay. Passt das genau, dass ich mein Trio hier habe? Lass uns nach Hause gehen und ich werde dir mein Trio bringen. Wo ist dein Auto? Weiß ich nicht. Einer soll uns abholen. Einer soll zu Kanun kommen und uns abholen, bitte. Ich komme. Lass uns draußen warten. Sehr. Warte, ich will noch eine Sache sagen. Die ganze Orgemacht hat uns gerade beim Koksarbeiter weggeführt. Wobei, warte. Ja, was habe ich gerade gesagt im Funk? Hör besser zu. Vamos, behalt euch, tut das, was für euch gesagt wird. Wir treffen uns alle am Pier, vamos. Wir sammeln uns alle. Hol deine drei Männer. Schön. Ich habe auf diesen Moment gewartet.
Jetzt mache ich noch einen dreckigen Move. Ihm jemand abholen, mein Fahrwetter? Ich muss sowieso Druck ablassen, Digga. Ja, bitte? Alles gut. Bist du zu Fuß zum Verarbeiter gelaufen, oder? Ich kann nicht abholen. Nein, nein. Jürgen? Sie Fuego? Warte, lass es vor denen sagen, damit es Sorge hört. Wenn ihr Tank braucht auf dem Weg, geht ihr noch schnell tanken, aber sagt vorher Bescheid. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich es vergessen hab. Bin ganz so, Leute. Weil Orga gerne tief nimmt. Ich sag eine jetzt Sache. Noch, hier wird nicht geschossen. Wird es nicht. Alles gut. Maximal 3 Tage. Es ist noch niemand am Pier, vamos. Dann verschenke ich die Kokainroute an die Kanons. Einfach so, was sie damit machen, ist ihre Sache. Nur für dich, Blanco. Adios. Aber dann rede nicht zu viel von tief nehmen, ja?